Mit was machen wir denn weiter? Wisst ihr was? Spielen wir mal Konvoi, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es noch nie gespielt. Könnte cool sein. Könnte vielleicht auch total doof sein. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin gespannt drauf. Das wollte ich mir schon lange mal anschauen. Von Konvoi Games. Na, schauen wir mal. Bin gespannt. That escalated quickly. Voll Crusader, dankeschön für die Bits. Ja, das Bitglas wird wieder gefüllt. Tutorial sollten wir wahrscheinlich machen, oder? Ja, okay, von mir aus. Ich wollte schon sagen, okay, starten wir ein neues Spiel, fertig, aber nee. Welcome to Konvoi. In Konvoi, your mission is to find and collect parts to repair your spaceship. Okay, wir suchen Teile für unser Raumschiff, um es zu reparieren. Sehr schön. Diese Teile sind überall in der Welt verteilt. Du musst die Welt erkunden, um die Teile zu finden. Du kannst außerdem Bolzen, Schrauben und Loot benutzen, um deine Einheiten hochzustufen. Das ist sehr wichtig, denn es gibt hier einen Haufen Gegner, die deine Cargo wollen. Dein Load, deine... Nennt man den Cargo im Deutschen? Fracht, genau. In diesem Tutorial wirst du lernen, wie Kämpfen funktioniert. Das ist dein MCV. Okay, Folgen Crusader, subscriben, dankeschön. 3 Monate in Folge. Cool, dankeschön. Oh, da explodiert das Glas. Ich finde es immer am schönsten, wirklich, wenn alles raus splasht, aber dann wieder reinrieselt. So wie es jetzt war. Das war cool. Das ist mein MCV, mein Main Convoy Vehicle. Das Überleben deines Konvois ist von größter Bedeutung. Dein MCV muss überleben. Alles klar. Das ist deine Eskorte. Die ist nur dafür da, unser Hauptfahrzeug quasi in Sicherheit zu halten. Jedes Fahrzeug hat eigene Energieleiste und Rüstungspunkte. Mein Hauptfahrzeug, das MCV, hat viel mehr Lebensenergie als meine Eskorten, aber es ist auch nicht unzerstörbar. Meinen MCV kann ich nicht direkt kontrollieren. Es muss von den kleineren Eskorten beschützt werden. Ich wähle die Eskorteinheit aus mit den Schultertasten. Jetzt Display Button in order to move. Okay, jetzt kann ich die dahin verschieben. Jetzt nimmt die eine neue Position ein. Ich verstehe. Das wirkt bis jetzt ziemlich nett. Das könnte richtig cool werden. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Oh oh. Okay, wir werden von Privateers verfolgt. Wir sollten uns wehren, bevor sie unsere Fracht klauen. Ich sollte ihn töten, bevor er zu viel Schaden macht. Select your unit and target the enemy. Okay, ich nehme meine Einheit. Visier den an. Target confirmed. Close the target view by pressing X. Der Feind ist außer Reichweite. Ich muss näher ranfahren. Okay. Fahren wir hinter ihn, komm. Jetzt schieß ihn weg. Ah ja, cool. Guter Schuss. Meine Einheit wird jetzt auf den schießen, solange sie in Reichweite ist, der Gegner. Die gegnerische Einheit. Sehr gut. Die Rüstung beschützt die Lebensenergie der Einheit. Moment, by protecting the unit, by reducing an equal percentage of the... Aber nur einen gewissen Prozentsatz wird reduziert. A unit would receive 10 damage. Ah, ich verstehe. Mit 40% Rüstung kriegt man statt 10 nur 6 Schaden. Klar, okay.
Es gibt einige Spezialwaffen, die auch die Rüstung zerstören können. Die Plasmakanone des Privateers zerstört sowohl Rüstung als auch die Lebensenergie. Diese Waffen sind selten und geben einen signifikanten taktischen Vorteil. Ah, meine Einheiten können auch Gegner rammen. Rammen fügt sowohl dem Ziel als auch den ausübenden Rammer Schaden zu, aber kann sehr nützlich sein, um Gegner in ungünstige Positionen zu verschieben. Nett, nett, nett. Finde ich gut. Rammen ist ein extremes Manöver, da es beide Parteien beschädigt. Es ist nie wirklich notwendig und die meisten Leute wollen nicht mal, ja genau, wollen das nicht benutzen, um nicht, ja bla bla, okay. Aber man kann es halt machen. Notice how units have a rank, einen Rang gibt es auch noch, Rang 1, 2 oder 3. Der Gegner hat Rang 1, unser Auto hat Rang 2. Okay. A unit can only push an enemy of equal rank or lower. Ich verstehe. Man kann nur Einheiten schubsen, die einen niedrigeren oder gleichwertigen Rang haben. Okay. Ja, war schon gut, dass wir das Tutorial gemacht haben. Wollen wir mal versuchen, den zu rammen? Irgendwie rammen wir den gar nicht. Ah doch, jetzt verstehe ich. Okay, mein MCV hat eine Eigenschaft. Die muss man manuell auswählen. Die EMP-Ability wähle ich jetzt aus, um den Gegner zu stunnen. Okay, machen wir. Bam! Er kann zwar dann immer noch fahren, aber wahrscheinlich nicht schießen. Jetzt rammen wir ihn weg. Das ist gut. Das ist schon nicht schlecht. Dann kann ich die auch außer Reichweite meines Hauptfahrzeugs schieben quasi. Das, okay, das klingt cool. Hey, das könnte echt ein ziemlich nettes Spiel sein. Okay, der Privateer wurde zerstört. Als nächstes werden wir eine neue Einheit rekrutieren. Einige Teile, oder? Oder? Part of this you received a new unit. Some parts. Wir haben eine neue Einheit erhalten, einige Teile und Items. Wo ist sie denn? Ah, da oben kommt sie. Die neue Einheit hat keine Gegenstände ausgerüstet. Um sie auszurüsten, müssen wir ins Camp. Wir öffnen auf Y die Weltmap. Cool irgendwie. Die Map zeigt wichtige Informationen, wie zum Beispiel unsere Ressourcen an Schrauben, unser Benzin und Quest-Items. Die Hauptziele und Nebenziele werden hier angezeigt. Und unsere Fracht, wo unser Loot gespeichert wird. Select items to see the details. Kann ich jetzt aber nicht machen. Okay, jetzt fahren wir zum nächsten Camp. Wir können jetzt das Camp auf Y betreten. Hier können wir Items kaufen aus dem Shop und unsere Fahrzeuge upgraden und reparieren. Ist cool irgendwie, oder? Hat sowas von so einem postapokalyptischen Fahrzeug-Raider-Simulator oder sowas. Okay, jetzt können wir uns die Werte unseres Fahrzeugs anschauen. Es gibt Gesundheit, Rüstung, Handling, also so Steuerbarkeit, Reichweite und Mineguard. Wird uns schon noch erklärt werden. Man kann auch die Werte upgraden. Now purchase a stat. Jetzt sollen wir hier irgendwas upgraden. Okay, Health, Upgrade. Drehen wir den Regler auf 20.
Oder soll ich noch mehr? Ah ja, hier kann man die Health nur auf 30 drehen quasi. Oder 40. Machen wir. Jetzt installiere die neue Waffe. Items und leere Slots sind color-coded. Ah, ich verstehe. Damit sie zusammenpassen, muss man auf die Farbe achten. Jetzt wähle das Item und Kagobay wähle ich aus. Und dann installieren wir das hier hinten. Und jetzt hat der zwei Waffensysteme. Das Gewehr, das er vorher schon hatte. Was ist denn das? Kann ich das ansehen? Ja, die 60mm Kanone. Und jetzt hatten wir die Plasma, die leichte Plasmakanone von dem Gegner, den wir gerade besiegt haben. Now return to camp. Jetzt schauen wir mal in den Shop. Jeder Shop hat eine Kombination von Benzin, Autos und Items zu verkaufen. Hey, wenn das gut ist, das wird sich jetzt erst entscheiden. Aber gerade haben wir noch vom Faster Than Light geredet. Das könnte so ein bisschen in diese Richtung gehen, wenn das zufällig generiert ist, wenn es viele Zufallsevents gibt, wenn man quasi so ein bisschen auf... Man hat halt keine Crew, sondern Fahrzeuge. Aber so ein bisschen vielleicht. Naja, fällt mir nur gerade ein. Erinnert mich nur gerade ein bisschen dran. Each shop has a combination, bla 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 bla. Purchase a new... Okay, jetzt kaufen wir da unten diese Waffe da, glaube ich. Wirklich, ich würde lieber das Auto da kaufen. Aber gut, okay, wir kaufen diese Waffe. Für 70 Schrauben. Jetzt gehen wir zurück ins Camp. Das beendet das Tutorial. Okay. Dann starten wir jetzt ein neues Spiel. Ah, es gibt auch verschiedene Startkonfigurationen. Ja, ja, das ist cool vielleicht. Mal schauen. Also, wir haben jetzt zwei Jeeps als Freunde dabei. Im Grunde. Wir können denen sogar Namen geben. Ich finde es gerade ein bisschen schwer rauszufinden, wie ich was wo auswähle. Weil irgendwie kann ich mit dem Steuerkreuz nur... Also, ganz komisch. Ich komme nämlich nicht dahin, wo man die Namen ändern könnte mit meinem Steuerkreuz. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schau, jetzt bin ich da bei den Waffen. Man sollte meinen, wenn ich jetzt nach oben lenke... Aber nee, wenn ich nach oben lenke, bin ich wieder in der Leiste drüben. Sehr verwirrend. Ach so, warte mal. Vielleicht muss ich das der Reihe nach machen. Ich habe jetzt meine Karawane ausgewählt, also meine Wächter quasi. Und jetzt wähle ich mein Hauptgefährt. Hab momentan auch nur das, okay. Dann mache ich mal easy für den Anfang. Pause. Naja, ich kann die Namen trotzdem nicht verändern. Ist egal. So. Ich glaube, jetzt öffnen wir mal die Map am besten, oder? Willkommen to Convoy. Willkommen to Convoy. Okay, nachdem wir durch ein Asteroidenfeld geflogen sind, ist unser Spaceship quasi total im Eimer. Der Captain hat uns beauftragt, den Planeten zu durchsuchen, um Ersatzteile zu finden. Damit wir mit dem Spaceship weiter können. Wir sollen folgende Teile finden. Ein blaues R998X und mehr. Okay, gut. Wir sollen Teile finden. Omeg Prime is a world voller Gefahren. Eine Welt voller Gefahren ist Omeg Prime hier. Es gibt drei Fraktionen, die über die Kontrolle des Planeten kämpfen. Die Privateers, die Raiders und die Torvak. Wir müssen schauen, dass wir überleben auf dieser gemeinen, bösen Welt. Und... die meisten Konflikte werden hier mit Gewalt gelöst. Und wir müssen auch gewalttätig sein. Irgendwelche Fragen? Nein, los geht's! So, jetzt kann ich hier quasi rumfahren. Kann ich auch auf die... Ja, ich verstehe das irgendwie nicht. Aber auf den Straßen bin ich schneller. Aber wo fahre ich denn hin? Das Tutorial hat mir überhaupt nichts gesagt. Was mache ich denn hier jetzt? Ich fahre jetzt irgendwo hin. Schaue ich mir jetzt hier... Nee. Was mache ich denn eigentlich? Ah, da oben ist was Gelbes. Okay, fahren wir dahin. Oh oh. Wir fahren an einem verbrannten Krater
in der steinigen Wüste vorbei. Schauen wir uns die Sache mal an. Als wir den Krater genau untersuchen, finden wir drei Leichen. War Luke etwa zu Hause, als die Stormtrooper gekommen sind? Und jetzt liegt er da gemeinsam mit Onkel Owen und Tante Beru. Und eine Art kaputter Aufzug. Okay. Die drei Leichen sehen nicht von dieser Welt aus. Einer ist ein Insektoide mit einem roten Schal. Einer ist ein ungewöhnlich dünner Mensch mit einem gewaltigen Schwert. Und nochmal ein Mensch mit einer imprägnierten Tweedjacke. Der eine Pipe in der Hand hält. Ist das eine Referenz? Das klingt irgendwie, als wäre es eine Anspielung auf irgendwas anderes. Aber ich wüsste es gerade nicht. Ein Insektoid? Ein Mensch mit einem riesigen Schwert? Und einer mit einer Pipe in der Hand? Naja, okay. Zwischen den Leichen liegen gelbe, pulsierende Kristalle. Schauen wir uns die Kristalle mal an. What could possibly go... Schmelzen. Tot. Unser Ingenieur schaut sich die Kristalle genauer an und stellt fest, dass es eine sehr effektive Energiequelle sein könnte. Es kostet zwar 15 Schrauben, damit sie mit unserem MCV kompatibel sind, aber das würde uns 30 Benzin einbringen. Klingt nach irgendeinem Anime. Ja, mit dem riesen Schwert schon alleine muss es ein Anime sein. Oder wir könnten es auch einfach für... Ja, dann nehmen wir lieber die 100 Schrauben. Momentan haben wir noch Benzin. Ich kann momentan nicht einschätzen, wie viel 64 ist. Move out. Okay. Was ist das? Das kann ich nicht lesen. Das Signal, das wir hier empfangen, kommt von einem Semaphore Tower. Ich weiß nicht, was das ist. Aha. Es wechselt irgendwie ständig den Pattern. Also das Signal, schätze ich mal. Schauen wir uns mal den Tower genauer an. Was auch immer dieser Tower genau ist. Wenn wir uns das Equipment genauer anschauen, wird uns klar, dass der Turm Teil eines großen Murray Six Shutter Optical Telegraphs ist. Okay. Keine Ahnung. Ich habe aber keine anderen Türme irgendwo gesehen. Somit ist dieser einsame, übrige Tower sehr seltsam. Na gut, schauen wir mal, ob wir Loot finden. Nachdem wir uns das Ganze genauer angesehen haben, bla 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 bla. You're not sure what it means, aber die entschlüsselte Nachricht, die wir jetzt hören können, ist GNU Terry Pratchett. Okay. Wir sind uns nicht sicher, was das bedeutet. Wir könnten das Equipment auseinandernehmen, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir das machen sollten. Ja, nehmen wir es auseinander. Nachdem wir das Equipment auseinandergenommen haben, kriegen wir 70 Schrauben. The shutters in the town stay silent as you return to your convoy. Wir haben das Signal jetzt natürlich ausgeschaltet. Schade. Lass das Teil in Ruhe. Nein, zu spät. Es war bestimmt, wäre es cool gewesen, wenn ich es nicht abgebaut hätte. Aber ich wollte die Schrauben. Ich komme dann um 22 Uhr wieder. Mach das, Mr. Hawkeye. Bis dann. Man legt sich nicht mit der GNU an. Wer ist denn die GNU? Ich kenne zwar Terry Pratchett, aber mir sagt die nichts. Eine Großstadtumgebung. Okay. Pay little attention to their surrounding. Aha, komisch. Da hier sind eine städtische Umgebung voller Leute, die
irgendwie einfach nur so durch die Gegend wandern, mit starrem Blick, mit irgendeiner Art von Technologie in ihrer Hand. Schauen wir uns das mal genauer an. Gut, dass wir unseren Konvoi angehalten haben. Okay, sie sind total auf ihre... Die haben quasi Smartphones in der Hand und schauen alle. Wahrscheinlich spielen sie Pokémon Go oder sowas. Die laufen alle durch die Gegend und kriegen überhaupt nichts mit um sich rum. Schauen nur auf ihr komisches Display in der Hand. Ich versuche mal zu kommunizieren. Nach mehreren Versuchen habe ich es geschafft, die Aufmerksamkeit eines Zivilisten für kurze Zeit zu kriegen. Was machst du da? Bevor ich die Frage fertigstellen kann, wandern die Augen des Zivilisten wieder zurück auf den Bildschirm. Und er fängt wieder mit seinem Mindless Shambling an, mit seinem Murmeln, seinem Mindless. Ich könnte alle erschießen. Ich versuch's nochmal. Was ist das, was du da in der Hand hast? Okay, funktioniert auch nicht. Brauchst du Hilfe? Ah, er fragt, ob ich tauschen will. Ob ich etwas, das einen für mich sinnlos klingenden Namen... Es ist wirklich Pokémon Go. Ob ich was mit einem sinnlos klingenden Namen tauschen will. Als mein Ausdruck quasi... Ne? So, mach ich. Und die sagen dann so, und schauen wieder auf ihren Bildschirm zurück. Naja, dann lasse ich die mal. Ein Fahrzeug neben der Straße stehen, das mit einer Kettensäge ausgerüstet ist. Ein Mann mit schwarzen Locken, der auf der Motorhaube sitzt. Shoot the man! Reden wir mal mit ihm. Ich finde es witzig, dass man einfach auf alles und jeden immer schießen kann anscheinend. Finde ich gut. Kann man mal einen total abgedrehten Radar-Run machen, wenn man will. Ich warte hier schon seit Ewigkeiten. Du hast ganz schön lange gebraucht, um hierher zu kommen. Ich habe gehört, du hast Raider getötet. Privateers und Torvac. Links und rechts. Ich will mitmachen bei der Action. Ich habe ehrlich gesagt noch niemanden getötet. Aber gut. Von mir aus. Wenn du jemanden Bulligen namens Pumpe 13 triffst, nimm die Beine in die Hand. Okay, schauen wir mal. Ich habe ein erstklassiges RAM-Fahrzeug. Wenn ich sie nicht mit meiner Säge erwische... versuche ich immer, die Fools von irgendwelchen Klippen zu rammen. Na, dann willkommen an Bord. Rammstein. Stimmt, die heißen jetzt Vault-Dweller. Das Spiel ist voller Referenzen. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Unser Hauptfahrzeug heißt Vault-Dweller. Der Bunkerbewohner. Der Held aus Fallout 1. Big Boss Tiny und Rammstein. Okay. Dann fahren wir mal mit unseren drei Helden. Kann ich mir jetzt die Karawane eigentlich auch irgendwie genauer anschauen? Irgendwie ging das doch, oder? Dachte ich. Vielleicht auch nicht. Naja. Fahren wir mal da lang. Oh oh. Dieser Teil der Wüste wurde von Torvac-Experimenten anscheinend heimgesucht. Riesige Krater mit giftigem Schleim sind hier quasi überall. Weiter geht's.